Hallo meine Freunde. Ja, der Hans-Joachim Blickle, der hat mir eine Mail geschrieben und hat mich darauf hingewiesen, dass der Thorsten von Rund ums Haus TV eine Challenge macht, und zwar eine Sparschwein-Challenge. Und ich habe mir die Bedingungen mal angeguckt. Es dürfen nur Dachlatten benutzt werden und so ein paar sägeraue Dachlatten habe ich natürlich hier auch noch rumzuliegen gehabt. Was auch nicht benutzt werden darf, sind Nägel, Schrauben und so weiter und so fort. Leim und Farbe darf man benutzen. Ich bin da ein bisschen spät jetzt dran wahrscheinlich, weil ich ja gerade erst aus dem Urlaub gekommen bin. Aber nichtsdestotrotz versuche ich es einfach mal mitzumachen. Also, dann viel Spaß. Zunächst einmal muss ich natürlich meine Ideen für mein Sparschwein zu Papier bringen. Und da mache ich mir dann erstmal eine kleine Skizze von einem möglichst niedlichen Sparschwein. Um meine Pläne zu verwirklichen, muss ich mir aus meinen Dachlatten erstmal irgendwie Platten herstellen. Und dazu muss ich mir das Ganze erstmal zurechtschneiden. Um die Leisten zu Platten zu verleimen, brauche ich natürlich an den Kanten saubere Flächen. Das mache ich mit meinem Abrichthobel und dann kann ich sozusagen diese Flächen miteinander vernünftig verleimen. Nach dem Trocknen werden jetzt die Platten auf die Form gebracht, die ich haben will, also die gewünschte Stärke von mir. Ja, also ich habe es geschafft. Ich habe Millimeter für Millimeter auf meinem Abrichthobel jetzt so runtergeknappert von den Platten. Eine Platte ist ja ein bisschen dicker geblieben. Da sieht man auch, dass hier so ein Ast drin war, der ist weggeflogen. Es ist bei der Platte nicht so schlimm. Problematisch war es, die sind in Ordnung, problematisch wurde es bei der hier. Da ist auch ein Ast drin gewesen und da flog mir dann das ganze Brett ab. Entweder war der Leim nicht gut genug oder das hat sich an dem Ast verhakt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Fest steht natürlich, nun habe ich mir noch mal eine Leiste gehobelt und die werde ich jetzt hier noch ansetzen und verleimen. Ja, also weiter. Die Platten herzustellen hat mich mal locker ein ganzes Wochenende jetzt gekostet. Normalerweise nehme ich ja Sperrholz. Und die fertigen Platten sind dann einmal circa 2 cm und dann so drei Platten circa 8 mm stark. Damit kann ich jetzt arbeiten mit diesen vier Platten. Die Schweineschnauze, die schneide ich mir heraus. Die wird dann später noch aus einem Holzrest nochmal extra gesägt. Jetzt mache ich mir meinen Holzstapel fertig. Erstmal Papierkreppband aufkleben, die Zeichnung mit Papierkleber einfach aufkleben und den ganzen Stapel dann mit durchsichtigem Klebeband verbinden, damit ein stabiles, festes Paket entsteht.
Nun wird erstmal der Umriss der Figur ausgesägt. Und das ist bei einem Stapel von den vier Platten mit insgesamt circa 45 mm Stärke. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Deswegen zeige ich euch das hier auch nur kurz und natürlich wieder mit 16-facher Geschwindigkeit. Jetzt wird der Stapel auseinandergenommen. Die drei hinteren Platten werden später den Korpus für die Spardose bilden. Und jetzt brauche ich erstmal sie nicht weiter zu beachten. Als nächstes beschäftige ich mich mit der späteren Front meines kleinen Sparschweins. Und dazu nehme ich das jetzt komplett auseinander. Ab mit dem Schwänzchen. Ich brauche ihn nicht mehr. Und auch die Blume wird ausgeschnitten und weggeworfen. Und jetzt wird wirklich das Schwein komplett zerlegt. Diese Teile werfe ich natürlich nicht weg, denn die brauche ich ja später. Aus einem Holzrest säge ich jetzt noch die Schnauze heraus. Auf der dicken Platte skizziere ich mir jetzt meinen späteren Spardosen-Hohlkörper und ein paar kleine Extras. Geht's euch auch manchmal so? Man sucht etwas, man weiß, man hat es, aber man findet's nicht. Ich habe gesucht Holzdübel, die ein bisschen schlanker sind. Keine gefunden. Ich habe nur diese normalen Holzdübel gefunden. Ja, dann muss ich damit leben. Ja. Zur Aufnahme des Dübels bohre ich jetzt alle drei Platten gleichzeitig. Die Bohrung darf aber nicht durchgehen durch die letzte Platte, sondern in der letzten Platte darf es nur als Sackbohrung sein. Bevor ich meinen Hohlkörper jetzt ausschneide, mache ich noch schnell die Ausfräsung für den Schlitz. Fürs Geld. Jetzt wird mein Sparbüchsen-Hohlraum geschaffen. Nachdem das Ganze geschliffen ist, verklebe ich nun meinen Hohlraum mit der hinteren letzten Platte. Und dann werden alle Teile der Vorderseite mit meinem Dremel schön geschliffen und vor allen Dingen werden die Kanten gebrochen und richtig schön abgerundet, damit ein richtig schöner plastischer Effekt entsteht. Zwischendurch mal ein kleiner Test. Dann werden alle Einzelteile eingefärbt. Dafür benutze ich natürlich wieder Acrylfarbe, denn die trocknet schön schnell, lässt sich hervorragend mischen miteinander
und stinkt eben auch nicht so doll. Und auch die Augenbrauen müssen schwarz eingefärbt werden. Dann wird erstmal der Grundkörper zusammengebaut. Und vor allen Dingen natürlich auch die kleine Mechanik. Einfach, aber niedlich. Und jetzt wird der ganze Rest verleimt und fertiggestellt. Ja, meine Freunde, hier nun mein Beitrag zu der Sparschwein-Challenge, die von dem Thorsten von Rund ums Haus TV veranstaltet wurde. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich an diese Regeln zu halten, nur Dachlatten zu benutzen, Leim, Farbe und einen Holzdübel habe ich gebraucht. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war mal was ganz anderes. Ja, zum Beweis, dass es auch wirklich eine Sparbüchse ist. So, und wenn die Spardose dann mal voll sein sollte, dann zieht man hier an dieser kleinen Blume und ja, dann kann man sie entleeren. Also wie gesagt, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, mir über die Schulter zu schauen, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Wünsche ich euch alles, alles Gute. Euer Andi aus der Holzkiste. Tschüss, tschüss.